So, und sind wir an dem mehr oder weniger kurzen Intro-Part. Werdet ihr sehen, was ich noch gesammelt habe. Und zwar seht ihr jetzt, wie ich so ein komisches Dienst da oben einsammle, was auch immer das sein soll. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mache ich das gerade mit dem Burning Laser. Und das war. Also was das Ding bedeutet, weiß ich immer noch nicht. Es kann sein, dass es jetzt schon jemand geschrieben hat, denn es ist ja alles hier schon vorproduziert, das Material. Aber es würde mich trotzdem mal interessieren, was das denn gemacht hat, wenn mir das ja bestimmt gesagt hat. Bisher, dass jemand gesagt hat, bin ich diesem jemand sehr dankbar. Und ihr seht schon, ja, es ist gar nicht leicht, da ranzukommen an dieses Etwas. Also muss das schon einen Wert haben. Ja, sich mit Schaden aufzubacken bringt auch nicht viel. Ich habe es letzten Endes noch geschafft, das Item zu bekommen. Das hat jetzt nämlich gar nichts gemacht. Hier ist noch ein weiterer Versuch. Ja, letzten Endes habe ich es noch geschafft. Und wir gehen mal gleich zur nächsten Stelle. Das war nämlich. Ich muss gerade gucken. Ach ja, die habe ich leider nicht rausgefunden, wie man da rankommt. Es kann sein, dass man da mit Zero hier rankommt. Dass ich da als X irgendwie falsch war. Aber ihr seht schon, da ist was für. Wieder Zero oder für X? Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe auch nicht herausbekommen, wie man das Ding aufkriegt. Ich habe wirklich alles, was ich hatte, versucht, aber es hat wirklich nichts geholfen. Ja, und da ich sowieso schon so rumlaufe. Keine Ahnung. Jedenfalls bin ich leider nicht rangekommen, aber. Es befindet sich, glaube ich, in derselben Stage wie. Ja, es ist die Wasser-Stage gewesen. Das ist jetzt die Astro-Stage, wer ich nennen könnte, und die habe ich noch in E-Tank gefunden. Habt ihr ja im letzten Part noch gesehen, den ich mir jetzt auch noch geholt habe. Und das ist schon. Ja, das ist nochmal die Space-Dingens. Und das ist schwer zu bekommen, das Ding. Da muss man nämlich ganz genau durchflitzen, um dieses Teil zu bekommen. Wie ist das gleich? Ja, das war jetzt ein bisschen zu schnell, glaube ich. Da hatte ich ja ein bisschen Glück gehabt als. Keine Ahnung. Jedenfalls seht das gleich noch ein bisschen besser, wie ich das gemacht habe. Ja, da. Nee, da noch nicht. Ja, da. Einfach durchflitzen, das war schon. Und da ist in derselben Stage, habe ich kurz vor Ende noch gefunden. Ja, wahrscheinlich auch was für Zero. Das ist kurz vom Boss die Tür, wo es runter geht. Vielleicht gehe ich gerade nochmal. Müsste gleich nochmal hochgehen und euch zeigen, was sich dort befindet. Ich habe es jedenfalls nicht rausbekommen. Aber es sah mir ganz nach X aus. Also ich habe keine Ahnung, wie man da rankommt. Bloß dieses Fließband gesehen und wie gesagt, ja, vielleicht was damit zu tun haben. Und zum Schluss war ich noch in der Burning Stage und da habe ich ja durch Zufall noch einen Herztank gefunden und der befindet sich ganz clever versteckt. Ganz einfach hier unten. Ja. Und damit würde ich sagen, gehen wir mal zum Part. Viel Spaß. Und damit haben wir noch 10 Minuten zu füllen. Ich würde sagen, wir schauen mal rein in die mysteriöse Stage. Mal sehen, was uns erwartet. Das sieht schon mal strange aus hier alles. So mysteriös. Und da drüben ist nur ein Leben. Kriege ich das noch? Ja, natürlich. Hier kommt mir so bekannt vor. Ich habe dich doch irgendwo schon mal gesehen. War das in einer anderen Sigma Stage? Oh Gott, ich glaube, die Dinger machen Instant. Ja, die Dinger machen Instant Kill.
Ich glaube, ich weiß, was das für Dinger sind. Die habe ich, glaube ich, in einem älteren Mega Man Classic-Spiel schon mal gesehen. Die sind widerlich. Das ist ein ganz komisches Stage, ist das hier. Moment, ich habe gerade eine richtig geile Idee. Ha! Und es klappt immer noch. Es klappt immer noch. Vorgespult. Was ist das hier? Ist das die Virushöhle oder was soll das sein? Moment, dieses Ding scheint irgendwie Viren auszuspucken. Oh nein, nicht schon wieder so was. Mann. Gut, okay. Jetzt werden gleich das Zeitstoppe nochmal. Das ist Zero gewesen. Das war gerade echt Zero. What the fuck? Ach stimmt, die haben irgendwas von Zero Virus. Die haben irgendwas vom Zero Virus gesagt. Oder so schnell weg hier. Nein! Och Mann! Ist das eine Scheiße! Boah, ich hasse sowas! Diese blöden Schrank-Dinger! Ah, nein! Ich hasse einfach nur diese blöden Schranken! Boah, das gibt mir so auf die... Das wird Spaß werden. Das wird immer noch Spaß werden. Okay, halten wir uns mal. Jetzt einfach mal hier drüben. Was natürlich auch nicht klappt. Das ist doch nicht mehr normal. Der Waffentank voll, also. So, leckt mich, ist mir egal. Weil dich. Nachfüllen. Boah, ohne Waffe. Was zum Teufel? Großartig, jetzt ist der. Nee, der ist nicht weg. Oh Gott! Boah, gut, dass wir einen Waffentank eingesammelt haben. Gut, dass wir den Waffentank eingesammelt haben. So, safe. Was passiert jetzt? What the fuck? Oh nein, ich kenne das. Nein. Nein. Nein! Das gibt's nicht. Oh nein, nicht du schon wieder. Ich hasse dich. Darf ich bekannt machen? Einer der beschissensten Gegner in ganz Mega Man.
Boah, diese Drecksau ist tatsächlich wieder down, diesmal in schwarz. Ach du Scheiße. Bloß, dass man sich hier ducken kann. Ich habe ihn sowas von gar nicht vermisst. Natürlich doch. Boah, wie ich diesen Gegner verabscheue. Er ist so widerlich. Was? Sein Spiegelbild kann mich auch noch töten. Oh nein, ich habe ihn sowas von überhaupt nicht vermisst. Shot. Okay, das ist eine ganz schlechte Idee, das so zu machen. Moment, was hat damals geholfen? Ich glaube, Elektro oder so. Nein! Warum bist du geslidet? Ja, toll. Das zieht fast gar nichts ab. Ist der widerlich. Natürlich. Und genau natürlich die gleiche Horrormusik wie damals. Das erste Mal aufgetreten ist. Das war beim allerersten Mega Man ist der Typ aufgetaucht. Und da war er richtig böse. Jetzt ist er hier in der Cyberhölle wieder aufgetaucht. Diesmal in schwarz. Wahrscheinlich das Black Devil heißt er jetzt nicht mehr. Oder heißt er jetzt statt Yellow Devil? Ah, verdammt, jetzt habe ich aufgehört zu konzentrieren und schon ist das passiert. Ja, und schon ist das passiert. Wisst ihr was, Leute? Ich werde mir jetzt zwei E-Tanks farmen gehen und werde die Stage normal machen. Und dann sehen wir uns hier wieder bei Black Devil.